So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Another Brick in the Mall. Hier in unserem kleinen, beschaulichen, übersichtlichen Einkaufszentrum. Wir haben im Livestream ja ein Riesenproblem mit unserem Fastfood-Laden. Das finde ich sehr kurios, weil hier ist gar nichts. Hier läuft das einwandfrei. Hier haben wir unsere Leute eingestellt und das läuft hier. Das funktioniert hier ohne Probleme. Ist zwar mördermäßig voll, da müssen wir mal sehen, dass wir da was ein bisschen Abhilfe schaffen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mal einen Test machen. Oh, hier oben, der Bäckerladen, der läuft hier, glaube ich, gar nicht. Nee, das läuft hier überhaupt nicht. Das ist ein voll eine Niete. Das bringt das. Die funktioniert gar nicht, diese Bäckereigeschichte. Vielleicht sollten wir das wirklich mal abschaffen irgendwann. Okay, aber wie gesagt, ich möchte gerne einen Fastfood-Laden bauen. Und zwar den, ich denke mal, den werden wir hier unten hinpflanzen. Schön groß, schön breit. Und da bauen wir hier unten, wie gesagt, den Fastfood-Laden hin. Mal gucken, ob das genauso ein Problem macht wie im Livestream. Weil das wurmt mich echt total, dass das da nicht funktioniert. So, was haben wir hier ein Problem? Aha, hier. Da wollen wir nochmal gucken. Da müssen wir nochmal einstellen. Hier, pass mal auf. Wir stellen hier nochmal jemanden ein. Wir haben nämlich hier 1, 2, wann fangen die denn an? 16 Uhr, 0 Uhr. 8, 16 0 Uhr. Okay, wir müssen noch jemanden einstellen. Wir machen das auch mal schnell mal fix hier. Wie nehmen wir denn da? Wie nehmen wir denn da? Nehmen wir doch die hier. Da, guck mal hier. Das wäre die 8 Uhr Sache. Wir wollen aber das alles ein bisschen überschneiden. Sagen wir mal 7 Uhr. Die fängt eine Stunde später an. So, nächsten. Wir nehmen noch einen mehr hier. Den zum Beispiel da. 7 Uhr. 15 Uhr. Dann haben wir das ein bisschen überschnitten, das Ganze. Das müsste so funktionieren. Mal schauen. Wir wollen uns das mal angucken. Vielleicht läuft das dann besser. Dann brauchen wir ja nicht ständig zu fragen. Und da oben in unserem Fastfood-Laden ist natürlich die Hölle los. Alter Schwede. Das Kino wird auch super nett bedient, also besucht. Das ist okay. Also das ist jetzt nicht hier... Jetzt haben wir hier 13 Leute maximal. Okay, aber naja, vielleicht wird das noch besser. Vielleicht wird es noch besser. Ist ja noch ganz neu. So, pass mal auf. Wir bauen jetzt mal ein bisschen hier Parkplätze. Und zwar hier mal so eine Reihe. Wuppi. So eine Reihe Parkplätze pflanzen wir mal hier hin. Und die werden wir hier auch runterziehen. Ich würde sagen, nicht so. So. Zack. Das machen wir mal so. Weil... Nee, können wir ruhig komplett dicht machen. So. Weil wir haben ja ein Lager ist hier. Das können wir dann auch benutzen. Oder das werden wir dann mitbenutzen. Objekte. Wir brauchen erstmal eine Stufftür. Die kommt nämlich hier unten rein. Wupp, da können wir nämlich da rein und rauslaufen. Und wir müssen Foundation machen. Und zwar eine Foundation hier hin. Wie groß machen wir unseren Imbiss? 145.000 kostet unser Spaß. Wir machen mal ein schön großes, weil wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Wir haben ja wirklich Kohle. Bauen wir mal so ein Apparat dahin. So, das Teil. Das wird jetzt mal dahin gebaut. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Ob das hier wirklich mit dem neuen Imbiss besser läuft oder schlechter läuft. Mal schauen. So, hier oben ist noch eine Baustelle mehr, der Drogeriemarkt hier oben. Den müssten wir auch nochmal umbauen. Foundation, Floor, pass mal auf, den wollen wir hier die Fliesen einmal umbauen. Und zwar dahin, zack, einmal hell machen, genauso wie hier. So, dann würde ich sagen, wir machen den Drogeriemarkt ganz groß. Das reißen wir weg und den machen wir hier komplett den Drogeriemarkt. Vielleicht machen wir da ein bisschen mehr Geschäft mit. Das könnte ja sein, dass das ein bisschen besser läuft. So, wir wollen mal hier die Wände wegreißen. Diese Wände kommen weg und diese Wände kommen auch weg. So, dann wollen wir hier mal die Tür weg haben. So. Und die Tür eigentlich unten auch weg. Wir machen den Eingang hier vorne her. Dann können sie von hier vorne reinlaufen. Weil die benutzen diese Geschichte im Moment nur als Durchgang. Also die haben keinen Bock, so weit zu laufen. Die laufen dann einfach mal drumrum und das nervt ein klitzekleines bisschen. Das finde ich ein bisschen schade. So. So, pass mal auf. Select. So, mal schauen. Sind die am Bauen oder was macht ihr jetzt? Ja, die sind am Machen. Okay, gut. So, das behalten wir auch mal im Auge hier. Wie das hier läuft. Bowling Center. Das wollen wir auch gerne wissen. Wie ist das denn hier? Machen wir hier Geschäft? Es geht... Na gut, das ist stundenmäßig. So, was haben wir hier? Es ist ein Rauf und Runter. Mal sehen. 3.500 machen wir Geschäft hier. Okay. Und hier oben? Hier oben machen wir, glaube ich, wesentlich mehr Geschäft. 3.700. Okay. Gut. Aber das können wir noch ändern. Das haben wir im Livestream ja auch gemacht. Wir haben das Ding hier einfach mal von 8 bis 0 Uhr auflassen. Also wir haben Öffnungszeiten geändert. Und das können wir auch gut machen. Also das Ding hier hat auch für 24 Stunden geöffnet hier. 9.000 hat das Ding auf. Wann ist denn hier richtig was los? Also nachts ist hier eigentlich tote Hose. Das können wir normalerweise auch ändern.
Da können wir eigentlich mal, das könnten wir theoretisch ändern, dass wir wirklich nur nachts aufhaben, hier den Laden. Der muss ja nicht die ganze Nacht aufhaben, genauso wie der hier. Aber der wirft natürlich gut was ab. 17.000, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, das ist schon eine ordentliche Nummer, muss ich sagen. Ach hier, das haben wir weggerissen. Gut, dann wollen wir hier den Laden mal ändern. So, Store. Und zwar das ganze Ding hier. Wupp. So, und dann eine Mauer müssen wir noch haben. Mauer. Hier kommt eine Mauer rein. So. Damit das Durchlaufen da vorbei ist. So. Wollen wir mal sehen, dass wir das hier... Da haben wir eine Kasse, dann müssen wir theoretisch hier oben noch was wegnehmen. Damit wir da noch ein paar Regale mehr hinkriegen. So, Objekte. Was waren das? War das diese Sachen hier? Wo war es jetzt hier? Ich glaube, wir müssen das hier genau. Genau. Die Dinger müssen wir haben. Da können wir nichts bauen. Das erweitern wir mal hier. So. Nein, da nicht hin. Dahin. So. Da noch einmal hin. Zack, jetzt gehen wir nach oben. Hier an der Wand lang. Immer an der Wand lang. So. Und hier oben genauso. Machen wir ein bisschen mehr Kassen hier. Quatsch, Regale hier rein. So. Hör auf. Jetzt haben wir natürlich da einen kleinen Versatz drin. Das ist ein bisschen doof. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja erfinderisch. So, hör auf. Denn wollen wir... Das lassen wir so. Müssen wir was wegnehmen. Objekte, Objekte, Remove, Objekte. Was machen wir? Was machen wir das hier mal? Die nehmen wir einmal weg. Müssen wir wegnehmen. Und das hier nehmen wir auch mal weg. Bis dahin. So. Dann können wir nämlich da noch eine Kasse mehr anbauen. Ist natürlich vorteilhaft. So. Wir haben gesagt, hier muss noch rein. Hier muss rein. Da. Drugs. Zack. Das da. Das machen wir überall. Hauptsächlich. Drugs. Und dann haben wir hier noch Drugs. Zack. Was haben wir hier noch? Was haben wir denn überhaupt noch gar nicht? Kosmetik, guck mal. Kosmetik wäre auch noch so ein Ding, was hier mit rein müsste. Kosmetik müsste auf jeden Fall hier mit rein. Drugs. Das machen wir ziemlich weit hinten. Upp, warte mal. So. Pass mal auf hier. Mal, warte mal. Ach, verflucht dort, zugenagelt. So. Drugs. Die ganze Reihe hier oben sowieso längs. So, zack. Darum geht's ja. Das ist hier, wie gesagt, unsere... So, vielleicht ein bisschen Apotheke auch, ne? So. So. Vielleicht ein bisschen First Aid. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Erste-Hilfe-Geschichten bräuchten wir natürlich auch mit da rein. So. Warte mal. So, komm jetzt hier. First Aid. Das auch noch und die auch noch hier. So. Und hier unten ein bisschen, ja, was nehmen wir denn da? Ein bisschen Kosmetik natürlich. Zwei Regale Kosmetik. Ach, machen wir drei. Drei Stück Kosmetik. So. Und dann hier unten... Was haben wir denn noch hier? Das auch noch. So. Mal sehen, was daraus wird, was da passiert. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Weil dann denke ich mal, müssten wir eventuell noch eine zweite. Es ist sehr voll. Das ist sehr voll da oben. Und da natürlich auch. Es ist die Hölle los. Es ist die Hölle los. So, und hier. Es gab noch kein Gemecker wegen der Bowlingbahn. Fast Food ist sehr voll. Okay. Ist ja auch ein sehr kleiner Fastfoodladen. Also von daher mal abgesehen, ist ein sehr kleiner, kuscheliger Fastfoodladen. So, und das Ding, das bringt uns nichts ein, sondern nur Verluste. Und zwar derbe Verluste. Tja. Wir kommen da nicht aus den roten Zahlen raus. Mal ist da richtig viel los und mal ist da fast gar nichts los. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. So, das wird aufgefüllt. Was haben wir denn an Gewinn überhaupt da gemacht? 600 erstmal. Also gut, ist jetzt nicht schlecht. Vielleicht sollten wir da noch eine zweite Kasse anbauen.
Aber noch sieht das nicht danach aus, dass das notwendig ist. Noch, wie gesagt, sieht es nicht aus, dass es notwendig ist. Hm. Was haben wir hier noch gehabt? Power Tools. Die ganzen Power Tools Sachen. Bringt uns das was ein? 400 etwas. Ja, das ist doch schon mal. Das ist eine Nummer, ne? Hausnummer. Das kann man doch mal schon mitleben. Was ist hier? 600. Also das hat sich bei 600 eingespielt. Fast 700. Das ist doch in Ordnung. Was haben wir hier unten? Car Tools und. Was ist da noch? Handtools. Ach, die ganzen Handgeschichten. Das möchte keiner mitarbeiten. Diesel, da haben wir es doch. Ja. 139 auch minus, Griffchef. Und das Ding, das hat natürlich ein Plus. 12.000 etwas. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Glimmerladen. Da ist richtig was los. Den könnten wir eventuell auch bei Gelegenheit mal weiter vergrößern. Das wäre auch nochmal eine Nummer. Dass wir aus Einladen 2 machen. Das wäre ja nicht schlecht. Movie-Theater. Zack. Wie gesagt, das läuft echt gut. Ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, dass das noch voller wird, aber ist ja leider nicht so. So, pass mal auf. Pooling, Floor, können wir noch ein bisschen rummalen. Zack. Bowling Center. Krieg ich nochmal einen neuen Fußboden. So. Siehst du, das ist auch schon mal nicht schlecht, ne? So. So, da sind die am Bauen. So wie es aussieht, sind die noch fleißig bei. Also es dauert noch ein Momentchen, bis das fertig ist. Das geht halt eben nicht so schnell. Oh ja, oh ja, oh ja. Aber wir wollen ja sehen, dass wir das hier fertig kriegen. So. Bisschen auf Vollgas gestellt, damit wir ein bisschen schneller fertig werden hier. Dann können wir nämlich fix anfangen mit dem neuen Futterladen. Mal sehen, ob wir es direkt kriegen. Ich sehe schon, das ist ja sehr groß. Sehr, echt sehr groß geworden. Da können wir auch nicht tun, hier, wenn wir noch ein kleines Klo mit einbauen, damit die nicht so weit laufen brauchen. Aber jetzt haben wir natürlich keine Verbindung. Sozusagen haben wir keine Verbindung hier. Was noch cool wäre, wenn die sowas einbauen würden, so eine kleine Fußgängerbrücke. So was, dass man von einer Straße, also von einer Straßenseite zur nächsten kann. Das wäre natürlich echt eine Nummer. Oh, wir sind fertig. Aber was habt ihr hier gebaut? Was ist das hier? Was ist das hier wieder? Das ist ja wieder Humbug hier. Mensch. So, Walls. Zack, da eine Wand hin. Und das Ding da mal wegreißen. Das sieht ja furchtbar aus. So. Wie gesagt, war keine Ahnung, was ihr da gebaut habt, wieder mal. So, was hier los? Oh, da ist die Hölle los. Und, ui, da ist auch was los. Meine Güte. Und wenn ich jetzt eine zweite Kasse hinstelle, was ich jetzt machen werde, dann ist das morgen wieder, oder nächstes Mal, ist das dann wieder alles klein. So. Müssen wir da nochmal jemanden einstellen, das ist ja nun mal nichts. 700 etwas, wir machen aber mehr Geschäft. Zwei Kassierer. Ich würde sagen, dann machen Kassierer mehr einstellen. Zum Beispiel den hier. Hier, sie hier. Und noch eine mehr. Oder einen mehr. Mal sehen, wen haben wir denn noch hier? Kassierer, Kassierer, Kassierer. Da nehmen wir ihn hier, den Chris. So, haben wir zwei eingestellt. Dann mal sehen, ob das ein bisschen ruhiger wird hier. Das kann ja gut angehen, dass das ruhiger wird. Wie sieht das hier denn aus, Freunde? Also, nee. Also, wenn wir jetzt, wie gesagt, Ratten hätten, ne? Dann wäre hier die Hölle los. Das müsste auch nochmal schön sauber gemacht werden. So, ne? Wäre nicht schlecht. So, pass mal auf, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, pass mal auf. Wo haben wir es hier? Mansion, Restroom, blablabla. Da, Fast Food. Fast Food Restaurant. So. Anmalen. Zack, da haben wir es nämlich. Unser Fast Food Restaurant. Da wollen wir nicht alles haben. Hier oben kommt noch ein kleines Lokus rein. Machen wir so groß. Das wird unser Klo. Da können wir eigentlich auch schon. Wir können nochmal schnell hier eine Wände bauen. So, da eine Wand. Zack. Und hier eine Wand. So. Bau das mal hin. Dann kann das schon gemacht werden. Wir brauchen aber natürlich auch Türen. Objekte. Wir brauchen Türen. Wir brauchen erstmal einen schönen großen Eingang. Den machen wir so hier hin. Wupp. Und wir könnten ja theoretisch hier an der Seite auch noch einen Eingang machen. So dahin, so zum Beispiel, ne? Und eine kleine Tür fürs Klo. So. Damit die wissen, wo sie hin müssen. Und eine kleine Stufftür, die kommt hier oben rein in der Ecke. Ist dicht am Lager, brauchen wir nicht so weit. Vielleicht klappt das ja, dass wir das hinkriegen.
So, und dann brauchen wir natürlich, hier, die Kochgeschichten können wir leider noch nicht drehen. Immer noch nicht. Ich hätte es so gerne gehabt, dass man das drehen kann, aber nein. Fast Food warmer. So, die kommen hier hin. Eins, zwei. Einen freilassen. Eins, zwei. So, und dann machen wir noch einen mehr dahin. So, der Rest ist dann unser Getränke. Zweimal müsste lang, ne? Das müsste eigentlich reichen, oder? Oder müssen, sollen wir da... das müsste reichen. Das müsste so gehen. So. Was brauchen wir noch? Natürlich, wir brauchen natürlich Order Counter. Und zwar, die bauen wir hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Zahl. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das hat doch schon mal so ein bisschen Gesicht, ne? So, Diner Table. Die wollen wir natürlich auch haben. Und die werden wir mal schön hier so hinpflanzen. 3. Bei der Tür ist natürlich doof, weil hier können wir eventuell noch erweitern. So, und dann machen wir hier aber hier runter. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Da geht's nicht. Lass mal einen frei. So. Einen freilassen. Richtig gemütlich hier. Also, ne? Wir sitzen hier im Pulk. So, wir können natürlich noch mehr Tische und Bänke bauen. Hat uns natürlich jetzt auch nicht Kohle gefressen. Aber wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt pleite sind. Nicht? Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt pleite sind. So, pass mal auf. Was wollen wir noch machen? Toilette natürlich. Lokus. Das Lokus. So. Toilette. Wir brauchen natürlich immer ein Waschbecken. Wir hauen das Waschbecken gleich mal hier rein. Zack. Waschbecken dahin. Papierdispenser dahin. So. Und natürlich die Lokus-Schüsseln. So. Eins, zwei, drei. Da eins hin. Können wir hier nochmal eine Reihe. So. Und auf der anderen Seite genauso. So und so. Sagen wir, das ist ein Restroom. Das müssen wir dem natürlich auch nochmal sagen. Restroom. Ein Restroom. So. Zack, Restroom. Da haben wir es nämlich auch jetzt alles. Wir brauchen natürlich nochmal, wir müssen noch ein bisschen malen. So, Objekte malen. Fluse, Fliesen. Flusen. Nein, Fliesen. Hier kommen die Fliesen rein. Zack. Lokusfliesen, da sind sie. Und für die, für unseren, so. Da kriegt er nochmal die Fliesen. Das haben wir denn auch schon mal hin. Und natürlich die hellen Fliesen, weil das soll ja nett und freundlich aussehen. Nein, nicht so. Machen wir anders. Das machen wir so. Was machen wir als hell? Hell, hell, hell. So. Und hier genauso. Machen wir es am besten so, ne? Zack. Und der Rest auch hier alles hell. Immer schnell mal eine Stange Kohle verheizt. Aber das sind dann, na, ist denn halt so. So. Das haben wir hier und hier haben wir den Bereich. So. Machen wir so. Sieht nett aus. Denke ich mal. Siehst du wohl. Da müssen wir natürlich noch Leute einstellen, ganz klar. Wir brauchen erstmal einen Storage. Das sind wir das hier oben, natürlich. Und wir haben natürlich auch 24 Stunden geöffnet. Das werden wir aber erstmal geschlossen lassen, damit wir in aller Ruhe die Leute hier einstellen können. So, wir brauchen Köche. Wir brauchen Köche. Guck. Bin da hier. Guck mal da. Da ist doch schon mal jemand. So, 0 Uhr. Wir brauchen noch einen Koch mehr. Wo haben wir denn noch einen netten Koch? Sie ist auch ein guter Kassierer. Erst noch. Nehmen wir den hier. So. 8 Uhr. Noch einen Koch mehr. Nehmen wir noch einen Koch mehr. Hier zum Beispiel. Dann hatte ich das war ja vorhin schon. Nein, nein. Wir müssen einen Koch haben. Einen Koch. Hier. So, 16 Uhr. Wir haben hier was einkocht. Das müsste eigentlich reichen. Also für den Starken müsste das funktionieren. Das müsste gehen. So, Stock Clear natürlich auch. Wollen wir sie jetzt hier Stock Clear? Da. Zack, eine. 0 Uhr. Stock Clear. da haben wir. Dann nehmen wir sie einfach. So. Und noch einen mehr, damit wir wirklich rund um die Uhr jemanden da haben. So, 16 Uhr. So, zack. Kassierer natürlich. Nehmen wir mal eine ganze Latte. Wen haben wir denn hier? Den hier zum Beispiel. Nächsten Kassierer. Zack. Wen haben wir denn da? So. Zwei. Ist nicht so, dass... Also die Mörderauswahl ist hier nicht, ne? Drei. Huch, ja. Vier. Da. Fünf. Sechs. Sechs, 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 sechs. Sieben. Tja, da. Nee, hier. Da. Acht. Die lassen uns erstmal sortieren. So, Kassierer. Zack, unsortiert. So, nachts haben wir natürlich nur zwei.
2 müsste, das müssten ausreichen. 2. So, dann haben wir 8 Uhr. 8 Uhr. So, 2, 3, 4, 4. Dann haben wir hier 16 Uhr. 1, 2, 2. Was haben wir denn hier auch? 8 Uhr, 16 Uhr, 16 Uhr, 2. Ne? 1, 2. So. Den haben wir um 0 Uhr. 8, 8, 8, 8. 16, 16. Da brauchen wir noch 2 mehr. 16 Uhr. Kassierer. Da. Kassierer, 16 Uhr. So, 16 Uhr und noch ein mehr. Kassierer, 16 Uhr. Da. Mal sehen, ob das jetzt besser ist oder im Livestream oder wie gesagt. Oder es geht hier natürlich jetzt volles Rollen durch den Boden, ne? Mal sehen. So, 24 Stunden geöffnet. So, Freunde, baut den Kram dahin. Es muss losgehen. Es ist sehr voll. Na gut, das hatten wir durch. Da ist es natürlich auch sehr voll. Und wo noch? Da im. Oh, ja, klar. Ja. Na gut. So, wie sieht es hier aus? Mal schauen. Es geht nach oben. Also, es wird langsam mehr. Wir wollen ein bisschen beschleunigen hier. So. Die sind fleißig am Rotieren, die Großen. Es wird schon aufgefüllt. Super, die Köche können, dürfen, also die dürfen kommen. Es darf losgehen. Und dann wäre mir am liebsten, wenn wir irgendwie einen Durchgang hätten. Von da hier durch, vielleicht durch ein Bowling Center, dass wir hier eine Tür noch reinmachen. Dann latschen die alle durchs Bowling Center. Okay, es ist, ich weiß, es ist vielleicht nicht das Gelbe, aber so, machen wir einfach mal. Und ob das Ganze funktioniert und ob der, ja, unser Fastfoodladen funktioniert und läuft, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Another Brick in the Mall wieder. Bis dahin, ich sag mal, ciao, ciao.